ist endlich soweit. Ich habe euch ja schon angekündigt, dass die Auslosung für das April-Giveaway ein bisschen später erfolgen wird. Die Kunde hat den in Velox erfahren. Wahrscheinlich wird das auch in Zukunft so sein, dass ich nicht direkt am 1., 2., 3. die Auslosung machen kann, weil doch ein bisschen Arbeit dahinter steckt, besonders wenn es viele Kommentare sind. Ich habe das jetzt bisher immer so gemacht, dass ich erst am Monatsende alle Videos durchgegangen bin, die ich im betreffenden Monat gepostet habe. Ich fange dann immer mit dem Ältesten an und schreibe dann halt die Namen der Kommentare raus. Fange dann mit dem Unteren an, das müsste dann also das Älteste sein, und arbeite mich zu den Kommentaren nach oben, dass dann die neuesten sind. Ja, und in dieser Reihenfolge stehen die jetzt auch hier. Das habe ich in den vergangenen Monaten so gemacht, das war auch okay so, weil das eben nicht ganz so arg viele Namen waren. Und weil ich halt auch wollte, wenn ihr bei der Hashtag-Aktion mitmacht, dass die dann halt auch entsprechend des geposteten Datums in dieser Liste aufgenommen werden können. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass diese Hashtag-Aktion von euch überhaupt gar nicht genutzt wird. Also es sind ganz, ganz wenig Leute, die da überhaupt mitmachen. Und ich habe dann halt auch gemerkt, wenn ein Hashtag nicht oft benutzt wird, dann werden die aus der Vergangenheit, die ich da schon gefunden habe, die werden dann gelöscht. Also, die sind bei euch dann zwar noch da, aber ich kann die dann nicht mehr finden. Also, ich habe das halt immer über so eine Plattform gemacht, tagbot.com nennt die sich. Da konnte ich dann einen Hashtag eingeben und diese Plattform hat mir dann halt den sämtliche Beiträge unter diesem Hashtag von sämtlichen sozialen Netzwerken zusammengetragen. Ob das nur Facebook, Twitter, Instagram oder was weiß der Geier was war, das wurde mir dann alles aufgelistet. Und wenn ich das jetzt mache, kriege ich gar nichts angezeigt. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, entweder habt ihr eure Beiträge mit diesem Hashtag gelöscht oder privat gesetzt. Also ist wichtig, dass ihr das öffentlich macht, sonst kann ich das nicht finden. Oder eben, es ist der Grund, weil dieser Hashtag nicht oft benutzt wird. Und dann ist es für mich natürlich viel Arbeit. Ich bin dann jetzt für den letzten Monat auf alle möglichen Seiten, die mir so eingefallen sind, gegangen und habe dort direkt gesucht. Das auch, weil ich von Alu Albo, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die Mitteilung bekommen hat, dass sie auf FB, also Facebook, gehashtaggt hat. Ich konnte das aber nicht finden. Ich weiß es nicht, ob sie es nicht öffentlich gemacht hat oder ob da halt irgendwas nicht klappt oder ob der Hashtag einfach falsch geschrieben war. Das kann natürlich auch sein. Ja, also ich habe manuell gesucht auf allen möglichen sozialen Netzwerken und das ist natürlich sehr aufwendig. Wenn ihr diesen Hashtag nicht nutzen wollt, dann streiche ich das einfach aus der Aktion. Oder ihr müsst mir dann halt eine Mitteilung schicken, dass ihr gehashtaggt habt, weil mir ist es ehrlich gesagt zu viel Mühe, da dann manuell zu suchen. Ich wusste das auch nicht, dass das dann nicht mehr funktioniert, wenn der Hashtag eben so selten benutzt wird. Ja. Aber das ist mit einem Grund, warum das dann immer ein bisschen verzögert sein wird, weil es eben viel Arbeit ist, die ganzen Namen rauszuschreiben. Ich werde das künftig wohl so machen, dass ich direkt, so wie ihr Kommentare schreibt, sie dann mir notiere. Das wird das Beste sein. Aber trotzdem ist es dann natürlich ein bisschen Aufwand, sie dann vom Papier, also ich werde es auf Papier machen, weil es für mich einfacher ist als am PC. Da bin ich ein bisschen altmodisch noch, dann halt in den PC einzutippen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn.
Eure Namen stehen hier alle der Reihenfolge nach, wie sie eingegangen sind. Und ich drücke jetzt gleich auf Auslosen. Und dann sehen wir, wer die Gewinnerin für das April-Giveaway ist. Ich kann wieder sagen, die Gewinnerin, denn es ist kein männlicher Abonnent dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich männliche Abonnenten habe. Jedenfalls drücke ich jetzt gleich auf Auslosen. Für die April-Verlosung. Das Giveaway hat gewonnen. Achtung! Die Spannung steigt. Die Gewinnerin ist Nicole's Card and Candles. Herzlichen Glückwunsch, Nicole. Ich freue mich für dich. Du hast 3 Tage Zeit, um dich bei mir zu melden. Wie immer kannst du das hier auf YouTube tun, über Google, Facebook, Twitter, mein Blog, was auch immer dir beliebt. Nur melde dich innerhalb von 3 Tagen, teile mir deine Adresse mit, sodass ich dir dein Giveaway zukommen lassen kann. Meldest du dich nicht, muss ich leider neu auslosen. Ja, das war's. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Einen schönen Sonntag. Und ja, hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.